Herzlich willkommen, guten Abend zur heutigen Talkshow. Mein Name ist Hans-Dieter Kürten, neben mir sitzen zwei neue. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, wir haben eine Anrufsendung, soweit ich weiß, und nachher werden drin nur ernst gemeinte Anrufer durchgeschaltet. Es gibt wieder was zu gewinnen, wird später besprochen, was gewonnen wird. Wir fangen mal an, ich muss hier ganz kurz was klären, und zwar Grüße. Ich grüße den Emir, bis ich, aus Wilmersdorf. Ich grüße den 17, die Ratte, und dann grüße ich noch zum Schluss Olaf von der ADO. Comet Game Store, PC-Spiele billig wie nie. Meine liebe Mutti, mein lieben Papi, Gott und die Welt. Und was ganz wichtig war, wir machen zuerst Briefpost. King Arschfick hat mir geschrieben, Mann, war ich stolz. Wo, ja, wunderbare Karte, freut mich, was steht drauf? Damit war der Schwule sich daran erquickt, wenn er Männerärsche fickt. Ich sage es aus dem Grund mal so laut, weil es war eine überraschende Post, hier habe ich nicht jeden Tag einen Briefkasten drin. Ja, stellt euch doch mal vor. Ja, hallo, ich bin der Axel, bin 23 Jahre alt und ab jetzt dabei bei Martin. Mal sehen, wie es klappt. Und ja, das war zu mir. Hallo, ich muss hier auf die Hauptkamera. Ich bin der Max und ich bin jetzt auch dabei und wir werden auch hoffentlich länger dabei bleiben. Und so wird es, glaube ich, laufen. Wo ist denn der Markus geblieben? Oh, der ist Markus, verschollen. Der war, glaube ich, verschollen. In der Karibik oder in Norwegen? Ich weiß nicht, ich glaube, in Norwegen ist der verschollen. Der war in Norwegen und der ist nicht mehr wiedergekommen. Ja. Ne? Schade eigentlich. Ich meine, ich wechsle meine Partner ziemlich oft, muss ich sagen. Ja, das ist schwach, ein bisschen wie Unterhose. Fast. Etwas seltener. Gut, würde ich sagen, Grüße, Grüße, Grüße. Ja, dann werde ich mal anfangen mit den Grüßen. Ich habe so viele Leute zu grüßen. Dazu muss ich sagen, viel von der Briefpost, ne? Ja, klar, sowieso. Also ich grüße erstmal den Simon. Hallo Simon, go Green Bay. Ja, ja. Andreas mit dem ganzen Knie, Andreas mit dem kaputten Knie grüße ich. Michael, ich meine Michelle, tut mir leid. Ali, Toni, Dieter und Susanne grüße ich. Christian, Hendris, Marcel, Melanie hat euer Geburtstag, herzlichen Glückwurst. Henry grüße ich auch noch. Und die Carmen grüße ich. Und dann grüße ich vom Stefan, grüßt ganz herzlich seine bolschewistischen Brüder. Und der Marc grüßt den Michael Köppling. Das hast du nur du gesagt, weil ich das nicht wusste, wie das aussieht. Achso, ja. Und dann muss ich noch ganz am Ende grüßen den Dan Marino, der gerade in Miami jetzt ist und wirklich zuguckt. Ne? Ja. So, ich habe meine Grüße von mir gegeben. Max. Ja, dann bin ich jetzt dran. Also ich grüße die süße Johanna, den Ron an der Front, seine Freundin Tina und dessen Freundin Marisa. Dann grüße ich den Hase. Der heißt auch Carsten. Und den Rick. Rick ist der Bruder von Ron. Dann grüße ich den Markus, aber der wird uns nicht sehen, weil der ist weg. Der könnte auch tot sein, das wissen wir nicht genau. Dann grüße ich auch den Michelle. Die Annika, die Sandra und die Niki müssen wir grüßen. Den Steve mit seiner Bar grüße ich. Den Ali mit seiner Sunstation. Jungs, da könnt ihr alle braun werden. Ganz billig, richtig gut. Da könnt ihr jederzeit hinkommen in der Wiesbadener Straße. Richtig gut. Tolle Solarium. Den Christian grüße ich, das ist der Mann, der die Kameras macht. Dann grüße ich den Efra, der ist an der Front, meldet sich nicht. Den Marcel grüße ich, den Goran, den Alex von Such a Sound, den Nico grüße ich, meine Mama und mein Papa grüße ich, meinen kleinen dicken Bruder grüße ich, Sebastian Segelset grüße ich, Thorsten und Passi grüße ich, den Veit und den Zurück, den langen Stefan. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Dann grüße ich Riddick Bowe, auf das er Tyson platt macht. Und DJ Tomek, das war's. Gut, und ich grüße noch Stefan und Marc, die Regie und Kamera machen und mir immer kräftig zur Seite stehen. Was noch jetzt, bevor wir anfangen mit Telefonation. Ich habe eine Kritik aus Tempelhof bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Leider über drei Ecken. Und zwar ging es darum, dass diese Sendung halt niveaulos wäre. Und was haben sie noch gesagt? Ja, also generell, wenn ich mal was dazu sagen kann, ja, sicher. Würden wir uns freuen, wenn die Sendung erst ab 16 Jahren geguckt wird. Das wäre gut. Keine 12-Jährigen bitte. Und auch keine schwangere Omis bitte. Kritik ist ganz schön und gut, aber an uns direkt bitte und nicht an über dritte Personen in irgendwelchen Läden. Bitte, einfach nichts sagen. Dankeschön. Bitte, Martin. Und danke an die Steuerzahler, die diese Sendung ermöglicht haben. Vielen Dank. Weil kräftig danke. Einzahlen und wir senden weiter. Würde ich sagen, fangen wir an oder legen wir auf? Fangen wir an. Fangen wir mal an jetzt. Gut. Es wird sofort die Nummer eingeblendet. Petri Heil. Und gute Nacht. Jetzt werden wir das Niveau heben mit dem Arschfick.
Ja. Zeig mal meine Karte. Zeig meine Karte hoch. Genau, da muss ja noch ein Abgang gekommen sein bei dem Arsch. Ja. Du, nimm mir zu. Du, ich hab meinen Freund, schreibst du noch eine? Ja, sicher, aber pass auf, folgendes, was ich sagen wollte. Jeder, der heute bei dir anruft, müsste eigentlich erstmal die Losung sagen, dass er nächsten Montag um 0 Uhr bei FAB den schwulen Glenn Silver den telefonischen Arschfick verpassen wird. Und zwar so, dass ihm die Scheiße nur so aus dem Arsch rauslaufen wird. Also, jeder, der anruft, muss sagen, ich fick Glenn Silver in den Arsch. Ja. Die Sache erst mal richtig los. Hab ich schon erzählt, dass wir keine Namen mehr nennen dürfen? Nee, mach doch nicht. Glenn Silver ist ja kein Name. Glenn Silver ist ja ein Arschficker. Gut. Ja, willst du. Gut, pass auf. Furchtbar. King, wir sehen uns. Jo. Und, wir hören uns. Jo. Bis gleich. Wieder. Bis gleich. Wir haben übrigens auch eine Briefbox, die wir nachher einblenden. Oder jetzt, oder nachher, so wie er möchte. Und da kann man natürlich auch schöne Karten schicken und Zigaretten und Geld. Bitte. Hallo, ich wollte mal kurz Sandra grüßen. Ja, macht das. Oh, ich kann nicht, glaube ich. Möchtest du mal? Furchtbar. Ja, ich mache auch mal. Ja. Du sitzt so weit. Ich möchte auch mal, bitte schön. Nein, brauchst du nicht. Gut. Schönen guten Abend. Ja, hallo, ich wollte nur sagen, dass du der schwulste und dreckigste Hundesohn der ganzen gottverdammten Welt bist. Und dass deine Claims zwei... Tschüss. Schade, war aber gut. Hat ihr uns gemeint eben noch? Weiß ich nicht. Wir sind furchtbar. Bitte. Hallo, Martin. Ja, hallo. Alles klar? Ja, wer ist da bitte? Ja, hier ist Ernie. Ernie. Ja. Hallo, Ernie. Ja, wie geht's? Kann Ernie sein? Warte. Du, generell, Ernie sitzt gerade hier, ne? So sieht's aus. Ja. Das ist mir auch recht. Gut. Willst du was zum Thema sagen? Was ist denn das Thema? Das Thema, du, dass du dran erinnerst. Das Thema ist Wochenende, was macht ihr da? So sehen wir es, war Max? Ja, genau. Also man kann nicht sagen, was macht ihr am Wochenende? Was macht ihr am Wochenende? Achso, wir haben übrigens eine Stunde Sendezeit, falls eure süßen Augen ja schon mitbekommen haben. Auch nächste Woche. Ja, jetzt muss Silvia wieder eine Stunde Band verschwinden und kotzen, wenn ich es mir danach angucke, weil dadurch wird die Nacht kürzer. Bitte. Hi. Hallo. Wie geht's euch? Gut, Mensch. Ja. Also mir geht's auch gut. Mir auch. Super. Sag mal, was macht ihr denn eigentlich für eine Sendung? Also ich gucke hier zu und es ruft ein paar große Spaß. Oh ja, dies können wir nicht vermeiden. Deswegen sollten wir doch Leute nur ab 16 gucken. Ab 16 ist eigentlich vorgeschrieben, ja. Ja, und nicht 11-jährige Erziehungsfehler besessene Kinder. Gut, nee, wir machen eine Sendung. Was machst du denn am Wochenende? Am Wochenende? Kommt drauf an. Ja. Das ist natürlich... Mit diesem aus der Nase ziehen ist nicht so furchtbar. Ja, erzähl doch mal okay, was. Okay, so 90 Grad und WMF. Hey, wuh! 90 Grad? Was machst du um 90 Grad? Ja, chillen ein bisschen. Ein bisschen reminiscen, meinst du? Chillen und so. Ja, ein bisschen. Ja gut, dann chillt mal schön weiter. Kennings, nicht, dass mir Spinnen dem zwischen Zehennägel wachsen, weil das kriegt man schwer ab dazwischen. Aber wisst ihr was? Briefbox Belau, schick da mal dein Wochenenderlebnis hin und ich leite dann weiter Max, Dings oder mich selber. Da gibt es auch einen einschrägigen Puff, habe ich gehört. Aber da wird er gleich was zu sagen. Bitte? Ja, hallo Martin. Hallo? Ja, ich wollte ein paar Leute grüßen. Ja gut. Aber schnell. Aber schnell. Ja, ich passen zwei. Grüße alle, was das Lock ist. Alle, die den Film kennen, Blood In, Blood Out. Hey, cool. Der geilste Film der Welt. Gut. Alles klar. Und dann grüße ich alle Basketballer, alle, die Hip-Hop gut finden, alle Fußballfans. Naja, nicht so, Basketball ist viel besser, Mann. Muss ein bisschen schneller gehen. Gut, Mann, das war gut. Kennt er den? Komm, ist der obligatorische Gefühl? Zu spät. Nee, ich hab. Kennt ihr den Witz mit Hörer auflegen? Aber das ist so blöd, sagen die meistens. Ja, das ist genauso wie wenn ich rappe. Kannst du mir den mal zeigen, den Trick? Ich kenne den gar nicht. Hier retten. Das ist ein krasser Trick. Was meinst du, wie Leute sich ärgern, die jetzt versucht haben anzurufen? Bitte! Ja! Na, wie geht's euch, ihr drei Kumpanie? Ja, gut, und ihr? Wunderbar, kann ich sagen. Frag ihn. Ich bin zum ersten Mal in die Sendung und bin vollauf begeistert, endlich mal im Fernsehen zu hören zu sein. Sag mal, warte mal, halt mal kurz die Luft an. Wie heißt du eigentlich? Wieso? Darum. Sag doch immer, wie der heißt. Hintel. Was? Ditte? Hintel. Hintel. Was ist ein Pamiel? Pamiel? Du hast gesagt... Kannst du nächste Mal erklären. So. Immer wieder versucht. Wir schaffen uns übrigens ab nächster Sendung eine 0190-Nummer an. So sieht's aus. Um euch etwas entgegenzukommen. Damit direkt über Mauritius. Auch die aus Marzahn eine Chance haben, besser durchzukommen. Ja. Bitte. Hallo. Hallo. Bitte ist hier. Was hat der gesagt? Was ist das denn? Bettes Thema. Achso. Bitte. Bitte. Hallo? Ja? Achso, ey, ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, ob ich eine Person grüßen könnte.
Ja, gut, aber nur, machen wir was anderes, okay? Ja. Du kannst einen grüßen, wenn du mir sagst, wie mein Witz weitergeht. Sag die rechte Hand zur linken. 3, 2, 1. Riech, wie meine Finger stinken. Verkackt. Auf jeden Fall. Das ist der Standardwitz, den mögen die Leute. Bitte. Hallo? Telefon ist kaputt. Telefon kaputt. Hallo? Hey, du Schwuchtel. Ja, was gibt's denn? Schwuchtel? Du bist unheimlich cool. Willst du noch was sagen zum Thema? Nee. Na gut, dann leg auf. Tschüss. Die sind cool, die Leute, wa? Die, ey, die denken so sich Sprüche aus, das ist unglaublich, sag ich dir. Das ist Wahnsinn. Wo bleibt denn eigentlich King A? Ich weiß es nicht. Guck mal, kommt der einfach heute nicht durch? Was ist denn los? Haben wir eine höhere Einschaltquote? Ich weiß es nicht. Testet doch mal einfach jetzt, komm. Hallo? Hier ist der King A! Da braucht ihr gar nicht so kicken und dann haben wir noch der zwei neue Arschficker. Dann haben wir noch den unendlichen Verschleiß. Ey, warte mal, ganz langsam. Ja. Hörst du mich? Was? Mich darfst du nicht anmachen, ich bin der Max, ich hab dich immer gegrüßt. Ja, das ist gut von dir, das ist gut von dir. Gut, ich bin ein Fan von dir. Aber der neben dir. Aber der Herr da drüben, ja, du, ey, King Arschweg. Der Herr da, hörst du mir zu? Der Herr da drüben, der muss dir was sagen. Also hör mal genau zu. Ich glaube, du machst seit einem halben Jahr den gleichen Scheiß, Junge. Das ist sowas von langweilig, das kommt überhaupt nicht an. Ja, weil du den Arschweg nicht verstehst, aber das ist ja. Kann man daran nicht verstehen, Mensch. Das ist immer gleich, das ist einfach furchtbar mit dir. Du musst mal einen richtigen Neger kriegen, der den Arschweg. Ich weiß nicht, ob ich schon. Also daran liegt, weiß ich nicht. Und Glenn Silver, der hat auch den richtigen schönen Negerfick gekriegt. Ich hab da gerade so ein Piepen im Ohr. Sag mal, King Arschweg. Ja. Sind wir gut zu hören? Ja. Der Telefon auch gut zu hören? Ja. Gut. Danke für die Grüße bei Santos. Lass dir mal was Neues einfallen, ne, Junge? Der kommt einfach nicht mehr so gut. Der hebt das Niveau eurer ganzen Sendung. Deswegen. Ich anrufen würde, ihr habt eben nach mir geschrieben, Freunde. Ihr habt genau. Eben nach mir geschrieben. Ich hab auch deine Grüße empfangen. Ja, ich auch. Und, kann ich das nochmal berichtigen, bitte? Du willst ja mal, wenn ich King A sage, weil ich heiße Bela und ich möchte nicht so eine vulgäre Sprache ansetzen. Aber manchmal rutscht mir das King A-Schick raus. Dachte ich, ja. Alles klar, wünsch dir was. Jetzt reicht's aber. Was hast du denn? Guck mal, der hat mir eine Karte geschrieben. Ja und? Das haben diese Woche nur sehr wenig getan. Ja, schreibt mal mehr Briefe, Jungs. Das ist ja wirklich schlimm. Ihr müsst mehr Briefe schreiben. Mehr Briefe. Kannst du mal Briefbox Belau bitte? Nachher AOL, da bin ich übrigens Mitglied. Kostenpflichtig. Bitte. Ja, der Arschfick, der soll mal wieder richtig abgehen. Ja, wie du, wenn du ihn hörst. Ja, bitte. Der Wunsch ist mir Befehl. Und du kriegst den Arschfick, Junge, du da rechts an der Beine. Du kriegst den Arschfick, hab ich dir jetzt bewiesen. Arschfick ist in. Du, aber da musst du doch mal nicht mal vorbeikommen. Na sicher, dann kriegst du den Arschfick. Aber was für ihn? Ja. Wie Santos, musst du zum Doktor gehen. Du, das Problem ist doch, ich glaube. Da ruf mal an hier. Na sicher. Da kannst du mal deine Privatnummer ablassen. Ja, sicher. Da können wir richtig schön Arschfick machen. Ja, kommen alle drei vorbei. Sag mal, du arbeitest doch im Bau, ist es richtig? Du bist der Bauarbeiter, oder? Ja, sicher. Auf dem Bau wird nur Arschfick. Willst du mal? Hab ich mir fast gedacht. Ja, sicher. Wünsch dir was. Ich bin so hinten. Ja, was jetzt? Uns jetzt hier und euch? Ey, was ist los, Mann? Alles klar, Lamm? Ey, was ist los, Alter? Gut, Alter, Land, Alter cool, und Land möchten wir nicht hören in dieser sehr niveauvollen Sendung, ja. Die schwanger macht. Sendung sollte intellektueller werden, finde ich. Ja, hallo, hier ist der Franz, grüß dich, Max. Was? Hier ist der Franz, hallo, was ist denn das für eine Sendung? Ich gucke hier durch. Franz, Mensch, wolltest du mein Audi kaufen, wa? Ja, genau. Wie geht's dir? Danke, gut. Guckst du das jetzt immer? Nee, ich habe nur durch Zufall reingeguckt hier und wundere mich nicht im Fernsehen. Nee, nicht auflegen. Das ist Audi-Werbung gesagt. Das ist Audi-Werbung gerade gemacht. Ja, ich mache Auflagen für Snickers. Was ist für eine Sendung hier überhaupt? Was macht ihr denn da? Das ist eine sehr hochintellektuelle Sendung. Das ist gut. Wir haben unheimlich gute Anrufer und guck dir das auf jeden Fall in zwei Wochen auch wieder an. Und wir sehen uns am Wochenende, wa? Ja, na, mich siehst du nicht. Ich habe ein Gipsbein, aber okay. Was hast du denn gemacht? Was machst du denn am Wochenende eigentlich? Was? Was machst du denn am Wochenende? Das ist unser Thema heute. Er liegt im Bett, er ist krank. Genau. Alles klar, Franz? Wir sehen uns, Junge. Lass das den Jucken unter Gipsbein, das ist mal ätzend. Bitte. Franz. Atomunfall. Explosion. Wir sind hier nicht bei Santos. Tschüss. Atombomber. Gibt's nicht. Bitte. Ei. Ups, der muss nicht zum Arzt. Ei. Kennings. Ich würde mal sagen, wir diskutieren wirklich mal über das Wochenende und lassen den. Wollen wir mal das Telefon halt mal sein lassen? Lass mal das Telefon mal einfach daneben liegen, ja? Okay. Ja, was gibt's? Mein Weg gelaufen sind. Du grüßt die alle. Jo. Jo, danke, ja? Jo, ciao. Wiederhören. Wen hat der gegrüßt? Pass auf, wir lassen das Telefon mal jetzt. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, die lassen wir mal wirklich sausen, weil. Wir ein bisschen diskutieren wollen. Also ich habe letztens im politischen Teil gelesen, dass da das Arbeitslosengeld gekürzt werden soll wieder und das sollten so versteuern.
Du, da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit, muss ich sagen. Nee. Denn das Arbeitsengeld, finde ich, sollte... Aber ich denke, wer arbeiten will, findet eine. Da hast du recht. Ja? Da hast du recht. Und die Leute, die Einstellung haben, die sollten mal mehr den politischen Teil des Tagesspiegels lesen und nicht die Kreuzworträtsel in der BZ lösen. Die sollten noch mal mehr an die Steuerzahler legen. Auch, ja, genau. Das sind nämlich auch die schwangeren Mamis, die das immer lesen. Darf ich wieder auflegen jetzt? Das war die Gesprächsrunde. Gut, leg auf. Bitte. Darf ich? Ja. Machst du? Danke. Bitte. Oh. Ja, bitte, bitte, okay. Selbstverständlich, kein Problem. Ja, hallo? Hi, Bilau. Sag mal, bist du breit? Sag mal, was hast du mit der Kamera an? Wo sind wir denn eigentlich? Ey, mach doch mal eine volle Nahaufnahme von Max. Was? Nee, los! Von mir auch nicht, ich hab so eine Bombe gestohlen. Von mir auch nicht, bitte. Hallo? Ja, hallo? Ja, bitte? Ja, was? Stellt ihr drei denn eigentlich da? Was seid ihr denn da? Wir wollten eigentlich erst die zwei aus der Muppet Show sein. Dann haben wir uns heute vor der Sendung nochmal abgezählt. Da sind, haben wir gesagt, wir sind drei. Ich heiße, soweit ich weiß, Bert. Was steht bei dir drauf? Dani und bei dir? Hi. Elmo. Ich bin der Elmo. Elmo. Elmo vom Lande. Wer ist denn Elmo? Elmo ist, glaube ich, der aus der amerikanischen Sesamstraße. Wir müssen mehr Zungen schneiden, finde ich. Eigentlich Eigentum von Bilder, die Mütze. Na. Bitte? Ihr alten Schwuchteln, habt ihr schon mal in den Spiegel geguckt, ey? Ich war selber an. Wie arschig geschrieben wird, ihr dummen Säuer. Doch, soll ich dir das sagen? Willst du das hören? Also, A-R-S-C-H-F-I-C-K. Ey, musstest du denn jetzt von der Karte ablesen? Ja. Sehen wir eigentlich mit so einem Wörtern eigentlich nicht umgehen, du kleine Diese. Ja. Fertig? Ja, genau, noch super. Tut mir leid, ich muss mich dran. Kannst du nochmal anrufen, noch vorbeikommen und dann diskutieren wir die Sache aus. 5. Entschuldigung. Bitte. Bilau, ich möchte dir mal so richtig unheimlich gerne auf deine Klasse spritzen. Ja, kannst du ja nochmal machen, ja. Schreib einen Brief an der Briefbox. Ja. Nee, ich hab doch ja keine Glatze. Du, da musst du zu Santos gehen. Was ist los, Kenning? Das ist eine Haarpracht, wie mein Regieassistent. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Kennt ihr das? Heim, Menschen? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Geh doch mal an. Guten Abend. Mami, Arschfick. Jetzt geht's los. Ja. Am Arsch gefickt. Sprich dir aus. Ja, jetzt krieg ich noch ein paar Minuten, ja. Ihr habt es gesehen. Ja, da rufen doch nur Penner an. Ich hab gesagt, die sollen anrufen und sollen sagen, wir ficken am Montag um 0 Uhr. Naja. Geht nicht mehr, weil... Du, das müssen wir weglassen. Geht wirklich nicht. Wir haben da ganz böse Ärger gekriegt, weil... die haben ein Video mitschnitt von der letzten Runde. Achso, ich grüße Glenn Silber. Was? Tolle Sendung. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gestern war die 50. Sendung. Herzlichen Glückwunsch. Weiter so. Wie lange noch? Bitte. Oh, der Dachkopf, die Leute abhalten. Warte mal, geht das nur 190? Nee, das hört man nicht. Bitte. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend, hier ist die Nadine. Was? Hallo Nadine. Ja, hört mal, also wir haben uns noch nie gesprochen. Gut. Und zwar, ich habe gerade umgeschaltet, weil, also ich habe gerade Video geguckt, ne? Ja. Was hast du denn geguckt? Was ist für ein Film, ja? Fackeln im Sturm von Sonntag aufgenommen. Achso, kennst du den? Kennst du den nachts gesehen um 2 Uhr? Kennst du den Sperminator? Nee, jetzt hört mir mal gut zu. Ich habe nur mal eine Frage und zwar, ich verstehe euer ganzes System irgendwie nicht. Ihr habt irgendwie, ich meine, ihr sitzt da. Ja. Und ich denke mal einfach, ganz ehrlich gesagt, ihr seht nicht schlecht aus, aber ihr macht euch da voll. Danke. Hansel. Danke. Wie, legt man nicht auf? Also ist immer so eure Art nach dem Motto, die Leute reden nee, scheiße, dann legt ihr auf. Erklärt mir doch einfach mal, wie ihr euch fühlt, wenn ihr da sitzt und die Leute euch beschimpfen. Ja, wer soll denn anfangen? Max oder Axel? Ach, das ist mir eigentlich ganz egal. Max, bitte mal an. Sieht einfach so, Nadine hat einfach kein abwechslungsreiches Leben. Die guckt Fackeln im Sturm. Ach und so, ja. Im OKW gibt es kein System. So musst du das sehen. Ah ja. Das ist jetzt deine Meinung und ich gewesen, dann möchte sagen, ich mal gerne die Meinung von jemand anders noch bitte, meine Meinung dazu ist, wir stehen einfach über den Ding, weißt du? Also wir lassen es einfach nicht von so jemandem, der da anruft, einfach zur Sau machen. Aha. Also ich denke ganz einfach mal, dass es Zeit wird, dass ihr euch mal eine Frau anschaffen tut, weil dann kommt ihr nämlich auf ganz andere Ideen, als euch abends da hinzusetzen. In dem Moment wollte ich doch meine Familie grüßen, meine zwei Kinder. Hallo Carmen. Hallo Jennifer, hallo Jessica und hallo meine Frau Silvia. Wir haben übrigens Kinder, Family. Aber wenn es ein Angebot war, Borussia Straße, Briefbox, Belau oder per... Warte. AOL meinst du? AOL. Was heißt das eigentlich, Martin? American Online, yeah, alright. Achso. Thank you. Thank you for coming soon. Belau? Ja? Ich mag dich. Ja, Mann, du gehst mir so auf die Fresse, du schwule... Du, Martin, mir auch. Mir gehst du auch auf den Sack. Du bist der mit dem T-Shirt ausziehen? Ein schwuler Peter, du. Wie bloß weg, ey. Kleiner schwuler Heinz. Furchtbar. Au, ey. Entschuldigung, war schon drin oder kommt doch mal? Kann mir da will ich, mal eine T-Shirt bin ich heute Abend online.
Dir, Weg Abend online. Darf ich mal 23 Uhr online. Per E-Mail. Ja, guten Abend. Ja, dicker Telefondrücker, nimm mal die Mütze ab. Weißt du, welcher Erste da durch war, du Wichser? Hä? Dicker Drücker, nimm mal. Ja, bitte. Ja, ich muss ja sagen, die gute Frau, die eben angerufen hat. Alter, schlafen Sie so einen Stutz. Das ist doch ja nicht der Arschficker, bitte. Die will euch. Ach so, ist er ja nicht. Frau, ich nicht dabei wisst doch jeder, dass ihr die Arschficker seid und euch gegenseitig die Arsche warm reibt. Seid doch ehrlich. Du jetzt enttäuscht mich, aber ich dachte. Generell glaube ich doch, dass du dir einen runterholst, bin ich der Meinung. Also, du hast doch gerade deine Null in der Hand. Halt dich mal lieber raus, du hörst gar nicht dazu, Junge. Pass mal auf, Freundchen. Du laberst einen Stuss, das ist furchtbar. Bitte. Au, oh, jetzt, wir haben noch 5 Minuten Sendezeit. Bitte. Hups. Ah, ihr seid es? Ja, wir, Mensch. Was ist denn? Wie tief kann man sinken? Ich weiß auch nicht, was das eben sollte. Oh, Langeweile. Zu viel Geld. Das ist traurig. Ich weiß es nicht. Ja, Luis Birol. Du warst da ja nicht dran. Birol, guten Abend. Ja, Luis Birol. Und zwar, ich habe meine Frage, legt man nicht auf, ja, weil ich wollte euch, also mit euch über was reden. Gut, dann red mit uns. Und zwar, ich bin Türke, weißt du, und ich habe Probleme hier in Berlin, weißt du. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weißt du, weil alle wichsen mich voll, bloß weil ich Türk bin, weißt du. Und ich kotze mich einfach nur an. Du, wehr dich. Du, da will ich einfach sagen, da musst du durch. Können wir da mal kurz diskutieren gleich? Können wir da. Warte. Nee. Ja? Ja, hallo. Na, was los? Alles klar, und bei dir? Ja, bei mir auch halt klar. Gut. Kann ich mal dem Arschficker eine Nachricht sagen von mir? Nee, nur wenn er sagt, wie mein Witz weitergeht. Ja, hau raus. Sag die rechte Hand... Zu linken? Guck, wie meine Finger winken. Ja. Nee. Ey, komm, ich bin teuer. Hör auf aufzulegen. Jetzt krieg ich dem Arschficker mal was sagen. Ja? Ja, gut, mach schnell. Sag mal. Gut. Arschficker, ich weiß, wo du wohnst. Und was? Wenn ich dich das nächste Mal sehe, hast du gehört, dann fick ich dir mal einen Arsch. Ne? Jawohl, Junge. Pass auf. Sag mal, nur die Straße, nicht die Nummer, aber nur die Straße. Nee, das mach ich nicht. Den fick ich selber, den Hund. Sag welchen Bezug. Das möchte ich gerne wissen, das ist ein Ostler, Mann. Warte, das ist ein Ostler? Warte, das ist ein Ostler? Warte mal, langsam, ey. Dann will ich mal noch was sagen. Sag mal. Glenn Silber nicht nur am Montag, sondern auch am Dienstag und am Donnerstag, die olle Sau. Also, und alles Santos genauso, aber sie kommen da mal nicht durch. Das Santos ist in Ordnung, der ist friedlich. Santos ist okay, Mann. Santos ist okay, den kann man. Aber den anderen, ich hab den Sender jetzt nicht, akustisch nicht verstanden. Erst, ja. Aber trotzdem. Ja. Terror ist schrecklich. Genau. Kann aber auch schön sein. Du sag mal, woher weißt du, wo der wohnt? Ja, den kenne ich. Weil ich nämlich Norwegen so ein perverse zwei nehmt das nämlich nur einmal in Berlin. Echt jetzt? Gut. Deswegen hau ich dem nämlich mal bald das Ding in den Kopf. Gut, Alter. Wie ist der olle Nille? Ey, Grüße. Nille. Gut, schöne Grüße, Winke. Ja, Pinke. Okay, jetzt machen wir den Witz nochmal. Sag die rechte Hand zur linken. Was, die erste Version oder die zweite? Sag die rechte Hand zur linken. Guck, wie deine. Ich grüße erstmal den Max. Ey, Max, ey? Was? Grüß wie deine Finger stinken. Der wollte gerade sagen. Nein, er grüßt den Max. Der wollte gar nicht das sagen. Ist der, das ist Thomas. Der hat das Bild gemacht. Der kann ja wirklich. Ach, jetzt ist es wurscht, komm die ran damit. Weiter jetzt. Wir wollen darüber diskutieren jetzt, Kinder. Nee, wir können auch diskutieren. Wir können die ganze Sendung schmeißen und diskutieren. Du wolltest doch diskutieren was anderes gerade eben noch. Ja, klingelt ja immer. Na, geh ran, Mensch. Bitte. Na ja, jetzt. Na. Was macht er? Wir diskutieren gerade drüber, wer rangeht. Ah, ich wollte euch erzählen, was ich am Wochenende mache. Dann hau mal was. Macht das. Ja, ich schätze mal, ich werde auf keinen Fall mit so einem Arschkriechern wie euch weggehen, die... Jo, dann kannst du zurück in der Hose gehen. Woanders kommst du gar nicht rein, du Nulpe. Regieassistent blendet gleich nochmal die Briefbox ein, danach AOL und dann bitte die Telefonnummer hier, damit wir die gleichen Leute anrufen. Dankeschön. War gerade ein Society-Besucher. Ich glaube auch. Das mache ich. Könnte auch Pop-In gewesen sein. Könnte auch Pop-In gewesen. Pop-In, ja. So heute hat er sich angehört. Bitteschön. Martin, kannst du nochmal für mich bitte? Danach? Ja, ganz kurz, ja. Bitteschön. Hi, Belo. Hallo. Ich bin Peter. Hallo, Peter. Grüß dich! Hallo Peter, steht da? Du hast den Kumpel gelassen! Der ist verschollen in der, wo? Norwegen? Norwegen, ja. Ich hab doch schon gewundert, Mensch, mit die wen fetzt ihr ja nicht. Fetzt ja nicht? Nee, muss ich echt sagen. Ja, ihr könnt ja eure Meinung schreiben in der Briefbox B auch. Oh, ich kann dich noch grüßen. Du bist das erste Mal, Mensch! Ich grüße Wenke und alle BFC aus dem Osten. Ja, gut. Ich leider zu spät rausgekriegt. Aber dazu zu sagen, Grüße zurück, ihr müsst den Jungs eine Chance geben. Wir sind das erste Mal dabei, ist ein bisschen Achselschweiß und Ladehemmung bei. Sind halt nur Max und Moritz hier wohnt. Dann geh mal rein. Ich geh zu. Hier ist der King Arschfick. Ja, hallo. Jetzt muss er euch mal ein Wort im Reden da, der Adi Usler. Sag mal, du bist ein Ostler? Das ist ja furchtbar, Mensch. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich am Montag
um 0 Uhr, da gucke ich immer Fernsehen. Montag, jetzt am kommenden Montag um 0 Uhr, da gucke ich einen Fernsehsender, nicht SFB oder so. Nee, nee, einen privaten Fernsehsender, der ist am Hardenberg Platz 2. Und da gucke ich immer, und da rufe ich auch immer mal an, wisst ihr? Ja, da ist so eine schöne Sendung, ist das. Kommst du, kannst du mal zum Punkt kommen, bitte? Nee, warte mal, danke. Kommst du da durch eigentlich? Oder? Ja, das weißt du doch, letzte Mal. Ja, das war nur eh mal. Anders, das steht auch nicht. Ich frage mich nur, wo die anderen alle bleiben. Das ist doch scheiße, da kommst du doch kaum durch. Ich lasse sie ja nicht mehr durch. Die kotzen, wenn sie meinen Namen hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du, ich hab gehört. Wenn du meinen Namen hörst. Kiel Haschweg. Ja. Du, ich hab gehört, du bist letztes Mal zweimal durchgekommen bei diesem merkwürdigen Sender. Nee. Bist du zweimal durchgekommen und das zweite Mal hat dich die Frau vorher abgewürgt, habe gehört, weil sie dich wiedererkannt hat. Das war bei Call Me. Das war die alte Fotze von Call Me. Du mal leider die Helden lassen, weil, sag mal, Hering mit Doppelhaar. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Gut, weiter. Missgeburt, Arschloch, Nutte. Nutte, ja, das ist gut. Dein Vater. Weg, drück den Brick durch dich, Arschlinge, wieder am Ball. Du, ich werde euch beide nicht so telefonieren. Du, sag mal, kann ich dich mal was fragen? Ja, immer zu. Sag mal, spielst du Football? Nee, Arschfick spiel ich. Das ist schwach. So, kann ich mal sagen, bitte? Ja, warte mal. Generell möchte ich mal was loswerden, und zwar, ich habe ein paar Freunde, wir spielen Samstag um 13 Uhr mal Football. Hallo. Und wir bräuchten noch ein paar Neugierige, die da auch mal hinkommen. Das wäre gut, wenn da sich ein paar melden. Nummer, könnte mal eingeladen werden vielleicht, immer erreichbar, die Nummer. Da kann angerufen werden, also ganz normal ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben. Hallo? Da die Nummer raussprechen, wo man euch erreichen kann und dann rufe ich euch mal an und dann machen wir ein Date aus. Das wart. Danke, das wart. Ja, gleich. Ich wollte ein paar Kumpel grüßen. Er sagt zu mir, ich habe eine hässliche Visage. Ja, bitte. Hallo, und zwar folgendes, ich wollte mal was loswerden. Bitte. Und zwar, dieser Axel ist ein ziemlich dicker Dumperz, Alter. Dude. Bitte. Ich wüsste nicht, wer das war. Ja? Ja. Ja, hier ist der, den du von nicht aussprechen konntest. Köppling. Ich wollte Mark zurückgrüßen. Alles klar, das hast du damit gemacht. Gut. Gut, wünsche dir was. Ciao. Der Axel ist ein dicker Sack, der in der Mann. Wer sagt uns, du sollst Pullover ausziehen? Scheiße. Axel. Bitte. Ja, mal ruhig, Martin. Bitte. Mann, habt ihr so viel Zeit oder Langeweile oder was ist denn los, Kennings? Komplexe haben also, die meisten. Also, wenn ihr mal Football spielen wollt, ruft mal da an. Ne? Gut, und die war jetzt lange genug eingeblendet. War jetzt AOL zufällig, heute Abend online und ihr könnt E-Mails schreiben. Bitteschön. Ja, bitte. Dann haben die alle nichts zu tun. Halbe Stunde noch haben wir. Haben wir noch lange Zeit, Mensch. Das wäre jetzt mal richtig eilig. Das ist bestimmt der King A. Ja, hallo? Ja, hallo. Hier spricht der Hans aus Langwitz. Hallo, Hans. Hallo, Hans. So, pass mal auf, Martin. Freunde und ich, wir haben ein ganz tolles T-Shirt für dich kreiert und wollten mal wissen, wie wir dir das zukommen lassen können. Na, Computer. Sodass es auch hundertprozentig ankommt. Wie jetzt nochmal? Ein T-Shirt am PC haben wir es entworfen. Hey, super. Und das wollen wir dir jetzt irgendwie zukommen lassen. Mhm. Kann man das machen? Kostenlos, ja? Ja, ja. Gut. ich kenne da eine Adresse. Das ist die Briefbox Belau. Ach, die ja jetzt da einblendet. Gut. Ja, nun rate, wer da zu Hause ist. Ja, Hauptsache, kommt doch an. Das ist natürlich wenn ein Tipp für Wochenende. Freitagabend macht die Berliner Volleyballmannschaft von den Damen, die machen eine Party. Aber wo denn? Ja, nicht über den Sender hier. Ach so. Da rufst du nachher nochmal an, unter der Privatnummer. Oder schreib mit mir rein, was schickst du ab? Immer erreichbar. Was? Da rufst du an. Immer erreichbar. Aber wann kommt der T-Shirt? Na, ich schicke es morgen gleich los. Dann super, ganz klasse. Super, ganz toll und ihr kommt auf jeden Fall an. Ja, hoffentlich, alles klar. Zieht in der nächsten Sendung an, okay? Alles klar, sonst macht weiter so, Spitzensendung. Dankeschön, wünsch dir was, ja, tschüss. Siehst du, das gibt auch nette Leute. Ja, der war okay. Wenn er sagen will, wo die Väter ist, immer erreichbar anrufen, genau. Was? Bitte. Hallo Belau. Hallo. Ich grüße Zeiko erstmal. Ja. Und dann wollte ich mal fragen, was ihr immer gegen Ostler habt. Was? Haben wir nicht gegen Ostler? Haben wir nicht gegen Ostler. Wir sind alle drei selber Ostler. Mal gut über Ostis rum. Komm zurück. Also ich grüße den BFC Dynamo. Oh, das war jetzt schlimm. Hallo. Hallo Belau. Ja. Ich bin's, Erik. Ich wollte nur mal sagen, zu dem Arschwicke. Na, sei mal nicht so aufgeregt. Wir sind doch, bist doch noch dran. Ne? Ja, alles klar. Ist kein Problem. Ich wollte nur mal sagen, also der wohnt hier bei mir nebenan und der heißt auch Martin. Was? Ja, wirklich. Was? Wo wohnt denn der? Wo? Im Osten oder Westen? Wann? Im Westen. Welchen Bezirk? Welchen Bezirk? Wo? Welchen Bezirk? Gummersdorf. Falsch.
Max, schau mal, sind das alle Spinner. Wir können ja mal eine Zeitung ausschreiben. Such den King Arschfick. Was soll das denn bringen, du feierter Mensch? Original, finde ich gut. Finde ich gut, muss ich sagen. Hallo, hier ist Gerd. Hallo, Gerti. Hey. Ich wollte dir mal fragen, wo kann ich die treffen, um dir mal was in die Fresse zu hauen? Wolterstraße 5 oder per E-Mail AOL? Nee, Wolterstraße 5. King Delau. Wolterstraße 5. Wolter, ja, kannst du sogar heute kommen. Ja, wunderbar. Also, ja, du hast noch Zeit bis ungefähr... Bis um 21.15 Uhr ungefähr vor der Tür, Wolterstraße. Okay? Zeit würdet ihr mal, wisst ihr? Was sagst du? Das Zeit würdet ihr mal. Ja, ja, dann kommst du heute oder was? Oder da muss ich nächste Sendung sagen, du hattest Schiss. 21 Uhr. 21.05 Uhr ungefähr. 15. Gerd. Gerd, ja, schreib mal auf, ob das nächste Woche dann Gerd der Schisser nicht da ist, nämlich. Gerd der Schisser werden wir ihn nennen. Ja. Gerd, werden wir sehen. Bis gleich. So, der nächste. Bitteschön. Achso, ja, kein Ding. Gerd. Ja, du hast noch genau 45 Minuten. Genau. Und Gerd, komm hin. Dann kriegst du doch von mir den Arschfick. Genau. Dann komm doch auch dahin. Wir kommen auch mal in der vorne Latz. Und von mir kriegst du den Arschfick. Hörst du mich? Und wer, du kommst nicht, du feiges Schwein. Genau, weil King Arschfick ist mein Kumpel und der ist auch bei. Ja, genau. Der holt mal jedes Mal ab, der fährt mal nach Hause. Genau. Komm du her. Ja, und versuch mich zu finden. Was hast du eigentlich für ein Auto, sag mal? Was? Was du für ein Auto hast? Ein Arschficker fährt kein Auto. Hätte ich mir fast gedacht. Ja, genau. Arschficker läuft und bückt sich immer. Vor allem bückt er sich immer. Hey, Alter, was ist er denn hier? Ja, bitte. Mann, super, ich bin da. Leute, ich wollte sagen, dass ich eure Sendung wahnsinnig geil finde. Lasst euch nicht beirren von den Mutanten, die euch anrufen. Macht einfach weiter so. Kann ich mal was fragen, sag mal? Klar. Sind wir schlecht, die beiden Neuen, oder sind wir gut? Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gucke heute das erste Mal Belau TV live und ich muss trotzdem sagen, dass ihr trotz eures ersten Auftrittes wahnsinnig super rüberkommt. Das alles ist kein klar. Schleim oder sonst. Nee, ach, warum auch? Finde ich echt in Ordnung. Mach weiter so. Wir hätten auch Kritik akzeptiert. Du bist okay. Danke, ja. Ihr seid auch okay. Mach weiter so. Oh, danke. Tschüss. Ihr könnt auch eure Meinung über die beiden netten Jungs schreiben per Briefbox Belau. Das kriegen sie auch zu sehen. Wirklich? Außer Nacktfotos, die wollen wir nicht. Wir wollen keine Liebesbriefe haben, wa? Max? Was? Keine Liebesbriefe. Nee, lass mal. Keine Liebesbriefe. Lass mal. Und über Postfach, aber die blende ich nächstes Mal ein. Ja. Oh, ja. Hallo. Ihr habt alle Probleme, ja? Hallo? Gerd noch. Jonas. 40 Minuten, bitte. Ja, also erstmal, mögt ihr Silvernight oder mögt ihr Silvernight nicht? Ich mag... Kein Kommentar. Wie ja, hieß das? Wie hieß das? Silvernight hieß? Kenn ich nicht. Ich kenn ihn nicht. Was ist das eigentlich? Ich kenn ihn nicht, aber hört sich nicht gut an. Na jedenfalls, ich bin Fan davon, ja. Ja. Aber ich habe bemerkt, ihr seid eigentlich dagegen, dass er beschimpft wird. Ja, sind wir auch. Und daher ist wieder alles ein Ritz, weil ich war ziemlich sauer auf euch und viele Freunde von mir auch. Aber ja, pass auf, verstehe ich auch. Ich will gar nicht erzählen die ganze Story, ne? Ich habe mich auch schon per Fax entschuldigt bei Silvernight und bei Fab. Ich habe meine ganzen Äußerungen zurückgenommen, die ich letztes Mal gesagt habe. Und er hat darauf nicht reagiert und dann denke ich mal, dass es jetzt in Ordnung ist und dass das halt kindisches Gehabe war letztes Mal. Also ich habe geguckt am Montag, ja. Ja. Er hat nichts gegen euch und er ist wieder, nein, wie soll man sagen, ist wieder alles geritzt. Kommst du öfter durch? Ich komme jeden Tag durch, wenn ich will. Man muss nur wissen, wie. Ja, aber er guckt mich auch jedes Mal, also öfter gucke ich. Sei mal so nett und sag ihm, vielleicht kannst du ihm ja das sagen, was wir gesagt haben hier. Also pass mal auf, der guckt zu, der Zähler guckt jetzt gerade zu. Meinst du, Glenn Silver guckt zu? Der guckt zu, auf jeden Fall. Also, wir können uns auch ruhig mal grüßen. Ich rufe unter der Nummer an, die da steht und dann sage ich euch, wie man am besten durchkommt. Alles klar, macht das so. Mach ich gerne. Okay, das ist die von dir und grüß mal Glenn von mir, ja? Grüß dich. Alles klar, super. Komm mal durch, dann grüß ich ihn. Was sagst du? Ich komme heute garantiert durch und dann ruhig. Ich guck mir das heute Abend denn, an. Guck mir an, okay? Und dann sag ihm das, was wir gesagt haben. Bis dann, ja? Na, ciao. Danke, tschüss. Hier. Warte. Gerd. Achso, Gerd. Gerd, wenn du nicht schwitzt. 45 Minuten noch, Baby. Nee, 40. Genieß die letzten 40, du Sargdeckel. Du riechst da schon mal Erde. Bitte! Ich geh guck schon mal. Oh, Entschuldigung, ich dachte mal jetzt. Fernseher leiser machen. Kann mal probieren. Bitte. 2, 1, retten? Nee, nicht retten. Nicht retten. Hört auf zu retten am Telefon. Hallo? Bitte. Ja? Ich bin der Heinz aus Frankfurt. Ja. Was? Ja, kann ja sein, dass er geboren ist, aber trotzdem, das interessiert uns nicht. Ja. Irgendwelche Leidensgeschichten wollen wir nicht hören. Bitte. Kann nicht sein. Ja, hier ist Sören. Hallo. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ja. Soll man fragen, warum hast du deinen Hertha-Schal nicht mehr? Du findest über das Handy, ne? Was? Du hast ein Handy, ne? Nee. Achso, hab ich mich gehört, war jetzt nur so ein Zwischengag. Den Schal haben wir vergessen. Den Schal, den hab ich vergessen zu Hause. Wisst ihr, der hängt bei mir über meine, sag schon,
über meinen Dynamo zerrissenen, verbrannten, zerfetzten Schal. Also habe ich den so rübergeklebt, damit der nicht mehr so schlimm aussieht. Ja, ist gut. Gut, interessiert dich jetzt, Herr. Hat ja nicht interessiert die Geschichte. Sag mal, bist du Hertha-Fan? Ja. Willst cool. du ein Axel Kruse-Autogramm gewinnen? Oh, cool. Habe ich aber auch. Aber nicht von Stuttgart? Nee, von Hertha. Siehst du? Giovanna Elber könnt ihr auch noch anbieten. Hast du Elber hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Was? Willst du dir gewinnen? Ja. Dann musst du sagen, musst du schick einen Brief an der Briefbox Belau, ja. Dann schreib mir, wie dieser Witz ernäht. Sag die Rechte an zur Linken. Ja, ich weiß, wie der Witz weitergeht. Okay, dann schreib auf und dann kriegst du eine Karte nach freier Auswahl. Okay, kann ich dann mal grüßen? Ja, schnell. Ich grüße den Hertha Fanclub Berlin Boys. Alles klar. Den grüßen okay. wir auch hiermit. So. Nächstes Mal hängt der Hertha schon wieder dran. Okay, ciao. Ciao. Siehst du, der fällt mir auf. Belau ohne Hertha ist wie Biene ohne Blüte. Bitte. Hey. Ja. Mach weg, der ist zu leise. Mann, das ist so anstrengend, ey. Ey! Was ist los? Was ist los? Hallo. Mann! Sag mal, was ist eigentlich der Sinn eurer Sendung? Ich muss gestehen, ich gucke heute das erste Mal. Ja, gut. Ich find's ganz nett, aber irgendwie, was ist denn eigentlich der Sinn bei euch in der Sendung? Der Sinn der Sendung ist, dass wir versuchen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Art Spiegel-TV-Reportage zu gestalten. Das heißt, wir unterhalten uns mit Zuschauern des OKBs aus dem Studio 2, also meistens sind wir im Studio 2 und die Zuschauer draußen, unterhalten wir uns über irgendwelche Themen, die interessant sein könnten, zum Beispiel, was machen sie am Wochenende oder was ist der Unterschied zwischen Zahnpasta und Zahnblaster? Ach so. Verstehst du, da gibt es keinen. Und deswegen ist genauso der Sinn, das ist genauso wie, ich kann mir nichts merken, nee, ich kann nichts vergessen, nee, weil ich mir nichts merken kann, kann ich auch nichts vergessen. Ach so. Verstehst du den Sinn? Ja, verstehe ich, klingt sinnvoll. Gut, dann wünsche ich hier noch einen sinnvollen Abend. Und in 3 Wochen sehen wir uns wieder um 20 Uhr mit dem Thema wahrscheinlich die Ketten von meiner Tochter im Keller sind zu lang. Ich dachte, Gerd ist ein Schisser. Oh, Gerd, oder Gerd ist ein Schisser. Entweder sind die Ketten von meiner Tochter so lang oder Gerd ist ein Schisser. Wer ist denn Gerd? Gerd ist ein Schisser, der ganz böse einstecken wird, naja. Von Max und Axel. Also wünsch dir was, ja? Okay, ciao. Ciao. Kennings, wenn der 20 Uhr wird. So, bitte. Ich grüße nochmal. Kann ich nochmal schon mal grüßen? Darf ich? Bitte. Guido, Ria, Klaus und Comet Gamestore, Tempelhof 132. Jo, ich grüße den Fobbe und ich grüße AOL und alle Mitglieder. Und AOL? Heißt ja, krieg heute eine E-Mail, ne? Jo. Alles klar, warte, blende bitte ein. Alles klar? Alles klar. Wunderbar. Fuck you. Jojo. Der hat der Fuck you gesagt. Fick dich selber. Alle Darf, alle Darf, neben dir, rechts daneben. Nee, der andere links von dir, rechte Fernsehen. Jo, dann sag bitte so. Ihr sagt das nächste Mal so, wie du denkst. Ich hab da Hämorrhoiden, weil er keinen Arschfick mag. Was? Kick mal. Sag mal, meinst du doch mich jetzt oder was? Sicher. Ist ja furchtbar. Guck dich mal klarer aus. Ah, ich würde nächste Sendung heute anders machen. Am besten du gehst zur FAB, da passt du hin, Junge. Durch die Brille sehe ich klarer. Wo ist denn unsere Kamera? Was weiß ich? Ich dachte schon, die wäre hier unten. Axel. Was ist denn los? Die ist nicht da, die ist da. Ach so. Bitte. Ja, hallo? Hallo. Ja, ich wollte fragen, was das ist eigentlich für eine Sendung? Pass auf, also, das ist eine vom Senat versteuerte Sendung. Hier können wir uns unterhalten über Spiegeltaufführer-Reportage. Dank ihr Steuerzahler, ja? Schwangere Frauen zahlen übrigens auch Steuern, habe ich gehört. Und, das halte ich auch mal Gericht. Aber Kindergeld kriegen sie geil abkassiert und bringen die Sendung über die Sendung. Ja, mach doch, was du willst. Guten Abend. So. Cool. Da geht keiner ran. Cool. Achso, ich möchte mich noch bei Jeff Stryker bedanken. Wunderbare Post gewesen. Habe ich leider vergessen, blende ich nächstes Mal ein. Schreib mir noch so einen Brief. Zum Thema Post war da noch Jeff Stryker. Da war es noch in der Post gewesen. Was? Post war da auch ein Thema noch. Jeff Stryker. Nee, Post. Ihr müsst mehr schreiben. Ja, schreibt mal mehr. Hallo? Ja, bitte. Sittmeier Poster, was sonst mal bei euch war. Wie bitte? Sittmeier Poster. Was ist damit? Wo ist denn das? Was? Dittmeier Poster? Ja. Verstehe nicht, was? Dittmeier Poster? Ja, da war eins im Hintergrund bei euch. Was? Felix! Nix langweilig, wir wechseln unsere Visagen genauso wie wir die Hintergrunddinger wechseln. Was ist denn hier schon wieder dran, Mensch? Schon wieder? Ich hab das dir verboten, alle, dann sie hauen mir die Scheiße ran. Mal Weiber, bitte! Ja! Ich glaub, du bist damit jemand. Hallo. Achso. Hallo? Hallo! Ja, bitte! Lieber später als ja nicht, wa? Was hast du? Was? Schlimm, hi, hier ist Ronny. Hallo. Hey, Ronny. Ja, ich grüße alle Unioner. Tschüss. Nix gegen Union, aber... Was? Ja, da habe ich 5 runtergestellt. Ja, da go. Alles ist okay. Bitte. Das ist okay. Das ist gegen Arschwick. Ich grüße alle Arschwicker. Danke. Ich grüße dich, du Pfeife. Bitte. Hallo? Ja? Ich bin ein paar Leute grüßen. Geht das kurz? Was gehst du? Ich bin ein paar Leute grüßen.
Achso, ja, gut, mach mal. Grüß dich, Stern, Marien Feldermann. Eins. Sehr coole Mannschaft. Grüß dich natürlich Hertha und weiß ich nicht. Dieser Max, der hier sitzt, ist ganz gut auf jeden, muss ich sagen. Was ist los mit dir? Frank. Hallo? Das bist du doch, wa? Auf jeden, Mann. Auf jeden. Tschüss, raus mit dir. Können wir noch ein paar Shoutouts raushauen? Alter, ich geb mal, da können alle anrufen. Ich geb mal Nummer, da können wir ein paar Pussys anrufen. Kalt mich doch aus, bitte. Hallo? Vielleicht kann man den psychologischen Hintergrund dieser Sendung wissen. Auf jeden, Alter. Auf jeden. Bitte. Ja, warte mal kurz, ich reiche dich mal weiter, ja? Sabrina? Dich kann man weiterreichen? Hallo? Hallo? Wer ist denn da, Bela? Ja? Ja, ich wollte nur sagen, ich finde deine Sendung echt cool. Danke. Ja, und ich finde, du solltest so weitermachen und ich würde dich gerne mal privat kennenlernen, aber vielleicht irgendwann mal in der Nacht von Berlin, irgendwann am Wochenende. Sehr gerne. Ja, mach so weiter, wa? Ja, aber da musst du erst mit meiner Frau reden, ja? Was? Was? Bitte. Hallo? Ja? Hier ist Esther. Hallo Esther. Das sind zwei Frauen ineinander? Was macht ihr denn am Wochenende? Palte all night long. Palte. Ich widme mich meiner Familie. Wo geht ihr denn hin? Ecke? Na, wo willst du denn hingehen? Wo gehst du denn hin? Dann sagen wir, wohin wir gehen. Also ich kann sagen, darf ich auch was sagen? Ja, sag was. Darf ich was sagen? Hallo? Also ich hab nichts dagegen. Darf ich was sagen? Ja. Freitagabend spiele ich Fußball bei Alt Wedding. Grüße ich hiermit. Und dann, weißt du, was ich denn mache? Nee, weiß ich nicht. Samstag spiele ich LHL-Hockey auf dem Computer, Sonntag schaukel ich mir die Eier und Montag gehe ich arbeiten. Nicht was rausmachen. Was für ein Wochenende hast du? Was habe ich für ein Wochenende? Interessantes Wochenende. Sag mal, was machst du denn cool. am Wochenende? Macht Spaß so. Ich gehe aus. Weg. Wohin denn? Siehst du, ich bin Alcatraz schüchtern. Oder Bugalu. Ins Alcatraz? Ja. Wo Tomek auflegt? Ja, genau. Und, ist Musik gut? Ja. Was kostet Eintritt? 15 Mark. Ist ja fast geschenkt. Dienstag ist Outcast in Bugalu. Spendiert mir nachher eine Cola. Kannst ja mal hingehen. Mach keine Werbung, sonst wird er zu voll. Entschuldigung. Sag mal, seid ihr jeden Sonntag drauf? Oder also jeden Tag drauf? Oder? Heute ist Mittwoch, nicht Sonntag. Achso, ja, ich meine ja. Gut, wünsche was, ja? Okay, tschüss. Furchtbar. Was noch furchtbar? Oh. Warum? Die war noch nicht. Bitte. Weg. Oh, hallo. Hallo. Ja, bitte. Ich will den, Joanna Elbey bin. Genau. Gut. Erstmal, du bist ein Arschloch. Ja. Kannst du nicht gewinnen. Oh, schon weg. Bitte. Ich höre das immer am Akzent, weil das ist. Bitte. Hallo. Ja, hallo. Ich möchte gerne grüßen Claudia und Nancy und wir verbringen unser Wochenende bei Nancy. Gut. Hause. Was ja. macht er bei Nancy? Kinder. Was macht er bei Nancy? Plätzchen backen. Plätzchen backen. Ja, mit den Kindern. Ein bisschen was unter. Ja, das ist richtig. Geht mal ins Zoo oder so, wenn es hier regnet. Plätzchen backen. Naja, als Mutter hast du nicht viele Chancen, um was zu machen mit den Kindern, oder? Kenn ich, bin Vater. Ich kann leider nicht mitreden, ich hab ja keine Kinder. Aber ansonsten macht weiter so, Jungs. Und danke. Dann grüße ich noch gerne meinen Freund Nico in der JVA Hegel. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder, ja? Alles klar, Chef. Danny das da auch übrigens. Schön natürlich. Nee, ich wollte mal wissen, ob die das in der. Ich hab auch schon mal Post von der JVA bekommen. Krass. Bitte? Ja, da scheiß Hertha, Alter. Hertha ist die größte Fuck. Union-Fan, ne? Keine Ausdrücke, bitte. Genau. Was ist denn jetzt los? Bitte? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der René aus Hellersdorf. Nee, Mann, ey, der erzählt mir wieder eine halbe Stunde über seine Toiletten. Oh, Käse, Mann. Das war René, Mensch. Na und? Das ist ja anstrengend. Furchtbar. Hellersdorf, René, der Name, Mensch, hör auf. Ruf nochmal an und sag, du bist Thomas aus Stegels. Er arbeitet bei den Putzis. Putzis. So, gestern ran jetzt, guten Abend. Abend, ihr seid Schwuderat hier. Ja. Was bist du? Ich glaube, der war ein Lexer. Ich bin weiter nicht. Nee, der ist neidisch, weil. Oh, das ist furchtbar. Bitte. Ja, hey, hier ist Steffi aus Wilmersdorf. Hallo, Steffi. Heute sehe ich euch auch das erste Mal. Ich muss sagen, ihr seid echt süß, aber alle drei. Danke. 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 Traum. Schreib doch mal einen Brief an den Briefbox Belau. Nee, ich hab keine schöne Marke. Ja, ja, gut, nee, kenn ich. Doch, krass, gibt's, doch, was gibt's? Man ruft doch mal an bei Emma Erreichbar und spricht mal einen Text drauf. Ja, klar. Ne, dann rufen die jungen Herren zurück. Natürlich. Alles klar. Alles klar. Nicht wahr? Oh. Bis dann. Ja, ciao. Nix. Ich hab immer noch diesen Döner-Geschmack in der Fresse. Das ist schlimm. Ich hab ja keinen Günther gegessen, ich hab einen Multivitaminsaft getrunken. Meiner war übrigens ohne Knoblauchsoße. Na toll. Meiner war mit. Geh doch mal ran. Bitte. Hallo. Bitte. Hi, Martin, hier ist Gonzo. Hallo, Gonzo. Schick die beiden nach Hause, die rechts und links von dir. Was? Warum? Scheiße. Bestätigung, warum bitte? Na, die drücken zu schnell raus, das ist langweilig. Das finde ich nämlich auch. Gedrückt. Danke, dass du das bestätigt hast. Ja. Verschwicker.
Wunderbar. Zu Hause. Wünsch dir was. Alles klar. Tschüss. Also ich wisst ihr, sagen, das ist nicht schon der Grund, warum ich das dann alleine mache. Weil das wurde ja jetzt gerade bewiesen. Aber die haben ja nicht gedrückt, weil ich die ganze Zeit drücke. Mach doch ruhig alleine. Mach doch ruhig alleine. Keine Schmerzen. Ja, dann geht, bitte geht. Wir haben da ja nicht gedrückt, Max und Axel. Nun geh mal ran, Mensch. Bitte. Haben wir auch 16 Minuten. Endlich ist es bewiesen. Du sollst mich nicht immer zurückdrücken. Ja, aber... Arschficker ist gefragt. Ja. Du musst aber mal... Arschficker ist eine Null. Du musst aber mal Stress. Eine Frage. Jetzt hat man eine Frage. Arschficker. King Arschfick. Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hier ist der Max. Ja. Wie geht's dir? Alle klar? Ja, sicher. Gut. Arschficker ist immer gut. Hörst du da? Alle klar, gut, jetzt hör zu. Martin, Willau. Ja. Ich habe gesagt, du hast dir die Eier geschaukelt. Am Sonntag schaukelst du dir die Eier. Ja. Das ist ja schon erstmal ein guter Anfang, ja? Das ist erstmal, so fängt es dann an, ja? Ja, stimmt. Ich habe jetzt nicht weggedrückt. Du stresst vollkommen. Du warst mal mehr mit mehr Elan hier bei mir. Ja, du warst schon mal mehr, ja. Du schläfst ja einmal mit. Ungefähr ein Teil meiner Gleiche, der geht uns auf den Sack. Erzähl doch mal einen neuen Witz. Oder wenn er nächstes Mal durchkommt. Gib mir auf den Sack. Wenn er, ja, genau, gib ihn auf den Sack. Wenn er nächstes Mal durchkommst, erzähl Beloy und Max, ich möchte euch einen Witz erzählen und der andere ist ruhig. Genau, was sagst du denn? Und dann aber musst du ruhig sein, weil er das gesagt hat. Dann überleg mir noch, okay? Okay, dann überleg mir noch. Bitte. Ja. Ja, jetzt werde ich dir den Witz erzählen. Gut. Hallo, mit dem Krankenhaus. Also, ich bin auch nicht Türke, ruhig. Ein Türke, ein Deutscher und ein Jude. Mit Babys. Nicht? Jetzt vertauschen sie die drei Babys. Jetzt wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. Und die heulen alle. Was machen wir denn nur? Ja, jetzt haben wir die Kinder vertauscht. Da sagt der deutsche Vater, da schicken sie den türkischen Vater rein. Der kommt, heult wieder raus. Ich weiß nicht, was mein Kind ist. Der jüdische Vater geht rein, kommt wieder raus. Ich weiß nicht, was mein Kind ist. Sagt der Deutsche, haben wir gleich. Zack, zwei Minuten später kommt er mit seinem Kind aus dem Arm heraus. Da fragt ihn der Arzt, wie haben sie das gemacht? Sagt er ganz einfach, ich hab die rufen. Herr Hitler, der Jude hat sich in die Hosen geschissen, der Türke hat es sauber gemacht. Kennt ihr den Witz? Ah ne, dauert jetzt zu lange. Bitte, Jude. Ich hab's verstanden. Ich und ich. Ich hab nichts gehört. Furcht, diese Rassistenwitz. Bitte. Ich hab überhaupt nicht verstanden. Ja, hallo. Hallo. Schönen Namen, Mensch. Euer Sendung ist ja doof, der Mensch. Super. Danke. Ich hab auch einen Witz. Ja. Erzähl mal. Da sitzen drei in der Sauna. Der eine nimmt sein seine Brille ab und fängt an zu telefonieren. Dann nimmt der später seinen Finger und telefoniert. Oh, den kenne ich schon. Den hast du in der Werbesportshow gesehen. Aber mach weiter. Und da sagt der dritte und springt immer hoch und runter. Krieg einen Fax. Ich glaube, ich krieg gerade einen Fax. Soll ich die Pointe verraten? Scheiße schon. Tut mir leid. Kennt ihr den Witz? Warte mal, ja? Ja. Bello? Ja? Hey, deine Sendung ist ganz cool und so. Danke. Ist ja alles dann in Ordnung. Und die beiden Leute neben dir, die sind nicht so gut. Soll ich das, das erste Mal? Soll ich das denen sagen denn, oder? Ja, sag denen das mal. Nach der Sendung aber lieber, weil das ist dann besser. Was soll ich sagen? Das sag ich denen nach der Sendung, dann, weil die hören das jetzt nicht. Das, ich bin mal so. Ja, ist gut. Tschüss. Ach, hör auf. Pass auf. Kennt ihr den Witz? Ich komme nicht zum Witz, warte mal. Wenn jetzt mal leiser. Ja, mach Hallo? Leiser. Mach mal leiser. Hallo? Ja, bitte? Ich wollte ja sagen, und deine zwei Kumpels, eure Sendung ist eigentlich nicht schlecht, aber trotzdem werde ich eure Mütter ficken und werde dabei Spaß haben und euch drei. Wenn du keine eigene Mutter hast, dann bin ich Spaß aber, bei. Da brauchst du schon ein bisschen wieder nach Hose. Genau. Du hörst dich an wie ein kleiner Flacher. Genau, so ein 12-Jähriger. Bitte. Hallo? Ja, bitte? Ich rufe wegen dem Football an. Hey, cool, Junge. Kannst du mal bitte mal immer erreichbar einblenden kurz? Ja, da habe ich schon angerufen, aber da geht ja keiner ran. Hast du deine Nummer hinterlassen? Da sind Nein. wir morgen live zu erreichen. Dann mach das mal bitte. Oder ruf morgen an. Wo spielst du denn? Wo ich spiele? Ist ja nicht wichtig jetzt, wir haben keine Zeit. Wir reden da morgen mal drüber. Ich spiele bei den Adlern. Hä? Spielst du bei den Adlern? Nee. Dann grüße ich alle Adler. Okay, aber ruf mal morgen an wegen Football, okay? Ja, okay. Okay, ciao. Ihr könnt übrigens jeden Tag zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr unter immer erreichbar mit uns live reden. Kennt ihr schon den Witz? Ist eine Frau nach der Entbindung, kommt der Arzt rein, kickt sich das Kind an, die Frau hat eine halbe Narkose. Der nimmt das Kind und haut das immer in eine Bettkante. Da wacht die auf. Was machen Sie mit meinem Kind? Da sagt der Arzt, beruhigen Sie sich, Kind war schon tot. Das ist lustig. Bitte. Geilen Humor, fand ich. Bitte. War das witzig? Doch, war witzig. Max, sag doch mal. Ja, war witzig. Bitte. Also, wenn die Skala hätten, dann würde ich eine 3 anmalen. Ja, 5. Bitte. Hallo? Ja. Ich möchte mir eigentlich zu dem Witz, der vorhin gefallen ist, mal mich äußern. Ja, bitte. Ich habe nämlich auch einen schönen Witz. Ja. Pass auf, ein Esel und ein Löwe sind im Wald, nicht? Ja. Und die haben da unbedingt einen Drang und wollen jemanden nageln, nicht? Ja. Oh. Dann gucken sie sich um, aber da ist nichts, weder rechts noch links. Ein Esel und ein was war das nochmal gewesen? Löwe. Achso. Esel und Löwe im Wald, ja. Gibt's voll, ne? Jedenfalls, da sagt er, so, ja, wir müssen das unter uns klar machen irgendwie. Und daraufhin sagt der Esel so, okay, fang du an und danach
Rechner leckt dich, wa? Sagte, ist der Löwe gerade dabei, sagt er, pass auf, wenn ich schon Orgasmus bekommen will, musst du dich schon umdrehen und mich küssen, meinte, anders läuft das bei mir nicht. Sagt der Löwe so, okay, dreht sich um, küsst ihn und alles klar. Dann sagt der Löwe so, so, jetzt bist du dran, jetzt kannst du mich mal knallen. Und der Esel hält da voll dran und da sagt der Esel so, bei mir musst du dich aber auch umdrehen. Ja. Kann nämlich anders auch nicht kommen. Da sagt er so, ich möchte ja, aber ich kann ja nicht. Ja? Du, ich muss sagen, ich hab ihn ja nicht verstanden. Nee, auch nicht. Ich muss auch ja nicht zuhören. Muss ich will mal auf Band reinziehen und wenn er gut war, werden wir lachen. Das war wirklich anstrengend. Hallo? Ja? Hi, wisst ihr, wie lange ich versucht habe, bei euch durchzukommen? Ja, kann ich dir genau sagen. 54 Minuten. Ja, so ungefähr, ja. Das, das weiß ich. Ist ja geil. Hast du mich beobachtet, ja? Ja, ich habe ja hier Videokameras und so. Ach so, ist ja cool. Bin ja schwer drauf, ICN und so. Ja, was gibt's denn? Nee, ich wollte nur mal sagen, ich finde euch auch geil, aber ich finde euch alle drei geil. Hey. Ganz besonders Max. Wen? Max, ja, dich. Wer? Ja. Echt? Danke. Ja, bitte. Nee, mach mal weiter. Das ist aber tief im Selbstvertrauen, Zahn. Aber mit Leben, glaube ich. Sag mal, kann ich mal einen Witz erzählen, Martin? Was sagst du, Schnecke? Mädel? Nee, ich wollte sagen, ich sehe euch jetzt ungefähr zum dritten Mal. Ich raff zwar auch immer noch nicht so ganz den Sinn von eurer Sendung, aber ist geil. Ja, das ist, der Sinn, das gibt gar keinen Sinn eigentlich. Das ja, ist genau. Einfach nur anrufen und irgendwas erzählen, irgendwelche Leute grüßen und wir gehen dann. Ja, aber du bist eklig, wenn du mit der Zunge schnallst. Dann provozier sie doch nicht, Mensch. Mach doch mal nochmal Max klar hier. Wenn du mit der Zunge. Nee, hof. Mach ja, mal Max richtig mal klar. Und dann geht das schon. Max, du. Das ist geil. Nee, setz mal die Mütze auf, geiler. Max, Max ist in Ordnung. Und ja. Axel auch. Gut, Brief an der Briefbox Belau. Du kannst dir mal was erzählen? Was? Brief an der Briefbox Belau. Ja, klar. Gut, danke. Kriegst du Antwort. Kann man jo, ciao. Tschö. Was der Problem ist, ihr kennt den alle schon. Erzähl mal. Was haben eine Kettensäge und eine Möse gemeinsam? Pass auf, Glenn Silver, guck zu. Ach so, wenn man abrutscht, ist die Hand im Arsch. So, kannst du weitermachen. Da wirklich. Ja. Wir sind übrigens auch immer erreichbar. Der kann Hertha überschrieben. Sandstein schon wieder. Hertha! Kannst du mal bitte nochmal Briefbox-Fehler einmachen, damit die Leute wissen, wo sie hinschreiben? Kann ich nochmal meinen Fußball erwähnen? Nee, danke. Kann ich mal Comic Games erwähnen? Bitte. Da gibt's, Entschuldigung, da gibt's Checks hin, Zigaretten, gib Bier. Gib mal Kacke, schubsen, ihr schwulen Säue. Warte bitte nochmal, ich das hab heißt nicht verstanden. Das heißt die coolen Säue, du Idiot. Bitte. Mensch. Hey. Ja? Jetzt bin ich immer dran. Okay, Mann, hier ist der Jochen. Ich hab mal eine dicke Frage, und zwar an den Snickers-Man daneben dir, der alte Kevi da. Und zwar wollte ich mal fragen, sag mal, hast du mal gesprüht früher oder was? Weil ich? Ja, sag mal, ich glaube, ich spinne doch. Nee, ich mag keine Wände an, tut mir leid. Also mal, hast du ein richtiges Stotterproblem, du. Was sagst du? Also mal, ich glaube, ich spinne doch jetzt mal so eine Saufrage im Hintergrund, oder? Was sagt der? Was sagt der, Alter? Ritter mal deutlich. Mach mal eine, mach mal eine. Sonst klar mit dem Leben, du? Das ist ja wirklich der Jochen jetzt. Pass mal wirklich mal auf, ja? Komm, auf damit. Das ist ja anstrengend. Jochen, Alter, Knochen, pass auf. Jochen, laber nicht so einen Stoß, dann nervst du auch dran. Jochen ist ein Sprüher. Sprüher. Laber du nicht so einen Stoß und ich verpasse dir den Arsch, und ich werde dir den Neger holen. Du, wie meinst du eigentlich jetzt, sag mal? Meinst du mich? Und Arsch gedrückt und deinen eigenen Schwanz schneide ich dir ab und stecken dir den Arsch. Philipp, Arschkick. Ich hab eine Frage. Ja. Frage haben Philipp, pass mal auf. Alter, du laberst immer das gleiche. Vertau echt den Leber nochmal. Per E-Mail könnt ihr mir auch einen Arsch-Dingsbums machen. So ein bisschen heiß machen. Arsch-Dingsbums. Bitte? Ja, hallo, ich wollte den Axel und den Max grüßen. Ey, Chetto, Alter, wie geht's dir? Ja, gut. Chetto, Alter. Ey, wo ist Markus? Markus ist verschwunden, der ist in Norwegen. Achso, bei seiner Freundin hat sie schon ein Kind bekommen? Ach, was weiß ich? Wir können doch hier keine privaten Infos rausgeben, Chetto, wisst ihr doch. Alex, du musst mir dein Telefonnummer geben. Ruf mich mal an. Wo bist du denn? Bei Frau? Ja, genau. Ich ruf dich an nachher. Okay. Gib doch mal die Nummer durch. Hier ruft Chetto an und so. Zu Hause meldet er sich. Soll mal die Nummer durchheben. Bitte. Die Nummer selber. Hallo? Chetto. Ja? Hallo, hier ist der Alex. Ich wollte euch mal ein Gedicht vorsagen, aber kein Witz oder so. Ja gut, 5 Minuten hast du. Hört mal zu, wa? Ja. Die Fotze ist kein Blumenbeet, sie riecht auch nicht nach Veilchen und wenn ihr frisch gevögelt wurde, dann zuckt sie doch ein Weilchen. Kannst du mal, ich hatte dich verstanden akustisch. Nee, war okay. Guck's dir mal auf Band. Sehen wir uns so Video rein, lachen wir nochmal drüber. Du bist der Videospinne, ich hab mir schon. Bitte. Jo, Belo. Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, wo ist denn das Outcast-Konzert? Das sagen wir nicht. Weil sonst bei mir im Wohnzimmer. Dienstag ist das im Bugalow. Ich gebe da gerne Info, weil das ist. Willst du Karten haben oder was? Kannst du Karten gewinnen? Oh. Die stellen die neue CD vor. Da eins. Musst du hinschreiben. Kannst du Karten gewinnen? Da musst du hinschreiben. Briefbox Belau, gibt's Onkelskarten. Kennwort Outcast. Ach. Wir verlosen 2x10 Karten. Keine Alles Klärchen. Okay. Im Bugalow, ja, ist das aber. Ja.
Fein, alles klärchen. Haut rein, Jungs. Ciao. Ciao. Onkels an die Macht. Was? Was ist an die Macht? Onkels. Outcast. Besser als Hosen. Outcast. Bitte. Was sagst du? Nein, sind die fertig, Alter. Ich hab nicht verstanden. Drei Minuten noch. Vier Minuten. Drei Minuten Arschweg, dann fängt noch ein Witz an zu hören. Max, warte mal, bevor ein Witz erzählst, Max, würde ich was fragen. Ja, los. Du, King Arschweg. Ja. Sag mal, du bist doch manchmal auch zu zweit und zu dritt, richtig? Ja, wir können uns nur teilen, wir sind dehnbar. Von dir gibt's mehr, wa? Ja, was denkst du denn? Von dir dehnbar. Pass auf, Spaß, King Arschweg, pass auf. Ich geb dir mal einen Tipp, wenn du bei anderen Sendern anrufst und bei anderen Sendungen nachts, dann brauchst du nicht alleine anrufen, weil nach einer Zeit merken dich ja die Stimmen. Ruf mal zu zweit oder zu dritt an, dann kommst du immer durch, weil deine Kumpels haben es auch drauf. Verstehst du? Ja. Deine Kumpels haben überhaupt nicht drauf. Du hast es auch nicht drauf, ihr seid alle drei schwul. So. Axel! Sag mich Arschweg, Mensch! Wann? Bitte! Ach, ich hab gar nichts zu sagen. Hey, Bilo. Ja, bitte. Ich wollte dir auch einen Witz erzählen. Mach mal. Wo fliegt ein schwuler Adler hin? Zum Horst, das ist ein altes Ding, Mensch. Ja, den haben wir vor drei Sendungen, hatten wir den schon. Ich verstehe den bis heute. Max finde ich auch übrigens sehr geil. Echt, ja? Oh, oh. Kontaktadresse ist übrigens. Bist du ein warmer Bruder? Nee, vergiss es, Alter. Heißt du? Vergiss es, Alter. Fickt euch selber. Ja, machen wir auch. Wünsch dir was, ja? Tschüssi. Ich glaube, das ist ein neuer Kultspruch. Fickt euch selber. Das kommt toll, ja? Ach, pass mal auf. Also, Knäckebrot hat eine IQ von 17. Und ein BVG-Beamter von 6. Und du hast eine IQ von 12. Gute Nacht. Drei Minuten. Und die Zeit vergeht. Hallo. So, Gerhard, du hast Hallo. Gerhard, du hast noch 18 Minuten übrigens. Na, ja. Wie geht's? Gut, und dir? Ich wollte dir eigentlich mal einen Witz erzählen. Ja, dann mach bitte. Okay, liegt ein toter Hase und ein toter Ossi, toter am Straßenrand. Was ist der Unterschied? Dass wir hier keine Ossi-Witze machen und dass wir bitte die Pointe dann schriftlich an die Briefbox Bilau zu senden. Stimmt's? Und dass die Pointe nicht mal schon erzählt wird, weil dann mache ich nämlich weg. Genau. Bitte. Ja, hallo? Hallo? Ich bin's, hier ist der Kemal. Ja, hallo Kemal. Und ich wollte fragen, also... Kemal? Ja? Hast du schon mal bei Glenn angerufen? Bei Glenn? Ja. Ach, nee, ich bin ein anderer. Also, ich bin nicht der Kimmer, der bei ihm angerufen hat, also. Gut, ja. Ich bin ein anderer. Also, ich würde fragen, wann das Stinks-Konzert anfängt, also von Outcast. Das ist ja hier keine Theaterkasse, Mann. Weiß ich, ey. Kenn mich da nicht aus. Du, wann es anfängt, wissen wir auch nicht. Wir haben nur Karten zu verlosen. Du musst deine Briefbox wieder schreiben. Eine Menge Outcast-Fans in Berlin. Okay, Mike, ich wünsche dir was. Wir haben nur noch ganz kurz, ja? Okay, Mann. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao, okay, Mann. In zwei Wochen sehen wir uns wieder um 20 Uhr. Und, ja, bitte, was noch? Immer noch du? Ja? Eure Dings, also. Eure Show, also. Gefällt mir voll, also. Dankeschön. Guck weiter, mach schön Werbung und dann werden wir bald auf MTV uns wiedersehen. Richtig. Okay, Mann. Ciao, Mann. Ciao. Also, Jungs. Tschüss. Leute, die Football spielen wollen, rufen bitte mal bei immer erreichbar an. Und ja, haben wir doch schon gemacht, ja? Oder? Ach so, stimmt ja. Aber Comet Games dort 3. Bitte schön. Darunter anrufen, Jungs. Und ja, ich wollte wollt euch mal fragen, ob ihr mal die drei Hertha-Fans sind, die bei den Hertha-Heimspielen sind, oder ob es noch andere gibt. Was sagst du? Also, ich würde mich jetzt auch zuzählen. Bitte. Ja. Kommst du klar? Bitte. Und mit Arschweg geht alles zu Ende, so wie mit Arschweg alles aufgehört hat. Du bist nicht, lass nochmal anrufen vor dir. Du bist nicht, der Letzte bist du nicht. Bitte. Abend. Namens. Du bist mit an die Macht. Und tschüss. Tschüss, so, und jetzt, wenn jetzt King Arschweg da rankommt, weil wir hauen mir jetzt ab, ich baue schon mal ab hier. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Bis in zwei Wochen, wenn ihr wollt, schaltet mal wieder ein Dankeschön. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Jungs, ja, wiedersehen, ein. Hallo? Ihr soll ihr, Alter. Bitte? Hallo? Hallo? Ja, wie geht's euch? Danke, gut, und dir? Weiter bis wolkig. Mir geht's gut. Ich wollte mal noch mal fragen wegen Alex. Ich meine, die nennen ihn alle Axel. Oh. Er heißt doch aber Alex. Sag mal, wie geht's denn hier? Gut. Ja, klar? Wer ist denn nicht? Gut. Machst du mein Handy klar, weil ich hab jetzt hier noch eine Minute. Mal jemanden? Ja, schnell. Matzi. Grüßen. Matzi. Dann grüß mal jemanden. Meine Familie ist gerade hier vorm Fernseher. Grüß mal deine Schwester von mir. Tschüss. Ciao.